Neue Folge Pokémon X. Es ist schon faszinierend, wenn Pokémon in Gruppen auftreten. Aber hallo, das ist fast so, als ob eine Tanztruppe bestehend nur aus Pokémon einen Auftritt hat. Du denkst aber auch immer nur ans Tanzen, was, Tierno? Klar doch, selbst in Pokémon-Kämpfen halte ich auch schon nach grazilen Tanzmoves. Da möchte ich immer gleich lostanzen, zum Beispiel bei der Attacke Schwerttanz. Das ist einfach toll, vielleicht gewinne ich deshalb nie. Wo wir gerade dabei sind, Domtendo! Du hast doch sicher irgendwelche Attacken, die als coole Tanzmoves durchgehen, oder? Die musst du mir unbedingt mal im Kampf zeigen. Wow! Bisschen überraschend, aber gut. Dann kämpfen wir mal gegen ihn. Ich weiß ja sowieso schon, dank euch, dass alle fünf unsere Rivalen sind. Der hat aber keinen der Starter, sondern ein ganz anderes Pokémon und ausgerechnet einen Krebskorps, das durchaus gegen mich eine Chance hat, aber es ist nur auf Level 12. Von daher denke ich, haben wir nichts zu befürchten. Gib ihn dem Psi-Strahl. Voll scheiße ausgesprochen gerade. Psi-Strahl natürlich. Er hat's überlebt. Wow, der setzt Schwertanz ein. Sein physischer Angriff steigt enorm. Also seine Klammer oder so, die würde mir jetzt schon ordentlichen Schaden machen, aber die Zeit wird ihm leider ausgehen. Rückkehr. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Also der kann durchaus Probleme machen. Schwerttanz ist ein sehr krass geiler Move. Oh, hab mir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte erhofft, aber es reicht immerhin für Level 22. Und eine neue Attacke, nämlich Feuerwirbel, aber ja. Ist eine sehr schwache Feuerattacke und dient eigentlich auch bloß dazu, dem Gegner ständigen Schaden zuzufügen. Genauigkeit ist auch Müll. Von daher, nein, danke. Brauchen wir nicht. So. In Windeseile haben wir auch Tierno besiegt. Und er versagt tatsächlich immer. Hat er richtig gut erkannt. 1200 Euro auf die Schnelle verdient. Oder Poké-Dollar. Genau, Poké-Dollar sind's ja hier. Domi, oh Verzeihung, ich meinte Domtendo. Tierno denkt wahrhaftig immer nur ans Tanzen. Auch bei der Gruppe von Pokémon eben hat er nur nach Tanzbewegungen Ausschau gehalten. Ja, aber Trovato Tomato, es ist nun mal mein Traum, mir den besten Pokémon-Tanz der Welt auszudenken. Ich wurde geboren, um zu tanzen. Und das werde ich auch mein Leben lang tun. Dieser Traum passt natürlich perfekt zu dir, Tierno. Ich möchte mit der gleichen Leidenschaft den Pokédex füllen. Es ist gut, ernsthaft ein Ziel zu verfolgen. Ich habe hier etwas Honig für dich, Domtendo. Danke. Ich liebe irgendwie echt den Ton, wenn man ein Item bekommt. Der klingt geil. Ich verstehe. Wie es scheint, kann man mit Hilfe von Honig mehr Pokémon-Massenbegegnungen hervorrufen. Dementsprechend wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch noch über Attacken verfügen würde, mit denen man mehrere Pokémon auf einmal angreifen kann. Gut, das ist was Neues. Also es ist sowieso neu, dass man mehrere Pokémon auf einmal im wilden Gras finden kann. Aber dass Honig die Wahrscheinlichkeit steigert, ja, das ist jetzt ein neuer Effekt für Honig. Da wird er sich drüber freuen. Leider habe ich aber auch hier noch keine weiteren Pokémon gefunden. Ich konnte aber offscreen auch nicht gucken, weil wir ja direkt in den Text reingerannt sind. Vielleicht finde ich noch das Pokémon, das ich suche, aber ich habe keine hohen Hoffnungen. Deswegen durchschreiten wir auch diese Route hier. Einfach mal so. Halten zwar nach Pokémon-Arten Ausschau, aber gerade jetzt hier nachts... Oh! Das ist jetzt spannend. 5 Schluppuck auf einmal. Und jetzt, wenn man den 3D-Effekt anmacht, dann soll es richtig krass laggen. Oder geht der überhaupt? Nee. Der geht ja nicht mal. Oh Mann. Da passiert gar nichts, wenn ich den einstelle. Ja, ich greife einfach mal an, aber ich glaube, das ist besser, wenn ich fliehe. Weil gegen 5? Aber die sind alle auch bloß auf Level 5, ne? Ist zwar sehr effektiv, aber wir können halt nicht alle gleichzeitig treffen. Wie der gestorben ist. Er wurde immer kleiner und wurde einfach dann gelöscht. Sieht voll scheiße aus. Immerhin, man bekommt die EP schon, bevor man alle besiegt hat. Oh mein Gott. Nee, da flüchte ich lieber. Ich werde zwar den Kampf nicht verlieren, aber das dauert auch zu lang, ne? Und das ist es nicht wert. Tschüss. 5 auf einmal. Hätte es nicht gereicht, wenn man da 3 oder so macht? Warum 5? Und vor allem, wenn da schon 5 auftauchen... Warum zum Teufel kann ich nur ein Pokémon einsetzen? Das ist wirklich sinnfrei. Naja. Oh, Kadabra!
Da kann ich meine Psycho-Attacke schon mal vergessen, der ist sogar auf Level 13. Naja, dann gebe ich ihm eben hier mal die Nitro-Ladung. Ja. Er überlebt, aber ich wollte ihm auch eine Chance geben. Er nutzt die Psy-Kraft. Ja. Also sollte er Glück haben und ich treffe ihn nicht, dann darf er nochmal einen Move machen, aber ich glaube, die Chance gibt ihm Rotena nicht. Doch, also es haben sich schon einige Rufe verändert. Die klingen ganz anders als in den anderen Editionen. Viele. Nicht alle, aber viele. Naja, warum nicht? So. Ich möchte auch das Item haben, deswegen springe ich mit meinen Roller Skates mal schnell darauf. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hm, naja. Ein super Trank. Besser als nichts, aber jetzt auch nichts, was ich übel abfeiern würde. So, sausen wir wieder nach oben. Wir wollen die Route ja schnell erkunden, aber was steht da eigentlich? Tipps für Trainer, der Y-Knopf. Der Y-Knopf ermöglicht es dir, umgehend auf Items zuzugreifen, die du dort registriert hast. Zur Registrierung musst du lediglich das gewünschte Item aus der Tasche für Basis-Items im Beutel auswählen und den A-Knopf drücken. Also das gleiche wie sonst auch, aber wir haben bis jetzt noch kein wichtiges Basis-Item bekommen, außer vielleicht der Epi-Teiler, aber der funktioniert halt leider nicht so, wie ich ihn möchte, deswegen nutze ich ihn auch nicht. Mal abwarten, was da noch so kommt. Mehikel haben wir ja gefangen, ne? Oder? Ist er gestorben letztens? Nee. Wir haben ihn. Aber irgendjemand ist mir weggestorben. Wer war denn das? Abra? Nö, der ist geflüchtet. Das kann es auch nicht gewesen sein. Naja. Ich fange die Pokémon eh größtenteils offscreen. Gibt ja so viele. Und ich wusste instinktiv, dass da ein Item ist. Schauen wir auch gleich mal beim anderen Stein. Das sieht halt so auffällig aus. Nee, da nicht. Da muss ich mich ganz schön anstrengen, um da hoch zu rennen. Alter, was ist denn das für eine Route hier? Sehr interessant designt. Und warum kann ich jetzt hier wieder runterfahren? Ist das eine Abkürzung oder gibt es da irgendwas zu holen? Da gibt es was zu holen. Das ist ein Bärenbaum. Cool. Sinelbeere gefunden. Kann ich mir noch mehr holen? Nein. Also es gibt auch wieder Bären in dem Spiel, die wurden mit der zweiten Generation eingeführt, in Gold und Silber. Die kann man einem Pokémon geben und dann nutzt es die Bären selbstständig. Das kostet keinen Zug und eine Single-Bäre, die heilt 10 KP. Ist also eine gute Sache. Werde ich bestimmt mal nutzen, aber im Moment noch nicht. Und wir haben neue Blumen gefunden. Guckt mal da unten. Da kommen bestimmt auch neue Pokémon vor, oder? Och Gott. Ausgerechnet eins der fünften Generation und dann gleich zu fünft. Ja, ich würde das gerne fangen, aber das ist mir einfach zu riskant. Gegen fünf Pokémon kämpfe ich nicht. Schaue ich so aus? Wo sieht man eigentlich, welche Attacken mehrere Pokémon angreifen? Ist das genauso wie bei den Doppelkämpfen? Ich denke schon, ja. Oje, oje, oje. Da gibt es leider nicht so viele. Vor allem nicht so viele starke. Was macht man denn da bloß? Nächstes Pokémon in den Blumen. Kommt vielleicht Irokex auch mal alleine? Nein. Wieder 5 Schluckpuck. Also das ist auch so eine unnötige Neuerung. Ich verstehe nicht, wieso sie das machen. Warum 5 Pokémon gleichzeitig? Ich kapiere es nicht. Ja gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es später vorkommt. Weil dann kann man bestimmt schneller trainieren. Aber andererseits, wenn du dann später gegen 5 starke Pokémon kämpfst, dann machen die dich platt. Also das kann es eigentlich auch nicht sein. Echt seltsam. Ja, Bidiza. Ich weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber wenn es der Tod war, dann kriegst du ihn kostenlos. Auch wenn du das jetzt noch wegsteckst, du hast absolut gar nichts zu melden, mein Freund. Ja, übrigens, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, wie ich das Spiel bekommen habe, ne? Ich wollte es ja eigentlich schon am 10.10. starten. Das war nämlich eine ganz coole Geschichte. Am Abend zuvor haben sich die Kommentare gehäuft von manchen Leuten, die das Spiel schon bekommen haben, vor allem in Österreich. Da halten sich die GameStops offenbar überhaupt nicht an den Release. Und ja, es gab schon den ersten englischen Walkthrough. Ich habe halt auch schon verzweifelt überall durchtelefoniert, aber alle wollten es nicht rausgeben oder konnten nicht sagen, wann sie es bekommen. Und dann kam Caleb irgendwann in der Nacht on und hat mir gesagt, dass so eine Videospielhandelskette bei ihm in Baden-Württemberg, Nähe Tübingen, es gibt 3 Filialen in Sindelfingen, Pfullingen und Tübingen, dass die das schon verkaufen
Und dass er morgen hingeht und sich eins holt. Und ich habe dann über Nacht tatsächlich den Entschluss gefasst, dass ich da hinfahre. Und das waren für mich 214 Kilometer. Ich bin um 2 Uhr in der Nacht losgefahren, Freunde. Und dann habe ich im Auto gepennt auf dem Aldi-Parkplatz. Und habe gewartet, bis es 9 Uhr wird, dass der Typ aufmacht. Dann ist er natürlich auch gekommen. Aber die Post war noch nicht da und die Spiele waren auch noch nicht da. Ich natürlich erstmal mega enttäuscht. Aber ich durfte bei ihm bleiben und sogar jedes Spiel zocken, das er hatte. Und das waren einige. Also das ist echt vergleichbar wie ein GameStop, wenn nicht sogar größer. Ja doch, eigentlich viel größer. Ich hatte massenhaft neue Spiele, auch Gebrauchtspiele. Ich hatte so circa 2 Stunden Zeit, weil um 11 Uhr kamen dann die Postbote und haben das Paket gebracht. Ich habe mich dann noch zwischenzeitlich mit Caleb getroffen, der ist dann auch gekommen. Dann haben wir The Last of Us für PlayStation 3, was ja sehr gut ist, gezockt, FIFA 14 und Rayman Legends. So ein bisschen ein paar Level gemacht. Dann kamen die Spiele direkt und um 11 Uhr bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Alter, 214 Kilometer. Nur, dass ihr euch mal zu, so vor Augen führt, wie krank ich bin, was ich für euch alles mache. Es ist wirklich irre. Ja, aber dann habe ich es nicht gestartet, weil als ich nach Hause kam, ich wollte natürlich direkt aufnehmen und den Part online stellen, aber dann habe ich herausgefunden, dass das englische Let's Play gelöscht wurde. Urheberrechtsstrike von Nintendo America. Weil die das nicht wollten. Ja, habe ich zwar aufgenommen, aber nicht hochgeladen, deswegen habe ich es ja auch im ersten Part so gesagt. Und prinzipiell respektiere ich das ja auch. Ich finde es auch selber scheiße, dass so viele immer vor Release hochladen, aber man wird halt selbst gezwungen, weil wenn es jeder startet, dann schaut es natürlich auch die Masse bei denjenigen und deswegen muss man es auch selbst starten. Das ist halt nun mal so eine Zwickmühle. Ist halt kacke. Ja, und deswegen habe ich halt so lange gewartet wie möglich und habe es dann am Abend vom 11. veröffentlicht, weil die englischen Let's Plays haben sich gehäuft und hat auch schon der erste Deutsche angefangen. Und da habe ich mir gedacht, okay, passt schon. Die Erlaubnis hat man sowieso am Abend des 10. bekommen für die Presseeinheiten. Und Release war zu dem Zeitpunkt sowieso schon in Japan und Sydney, also habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja, ist halt nur blöd, weil jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Fahrt nicht gelohnt hat. Ich konnte zwar Parts aufnehmen und nicht hochladen. Ja, aber egal. War trotzdem cool, mal wieder Caleb zu sehen. Wir können sie leider nicht so oft sehen. Ihr wisst, oder ihr wisst auch nicht, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, dass wir nicht nebeneinander wohnen. Nein, uns trennen über 200 Kilometer. Deswegen können wir auch keine Togethers machen. Jedenfalls nicht so real-life-mäßig. Schon eine unglaubliche Geschichte. Geschlafen habe ich übrigens nur 2 Stunden an dem Tag. Weil auf dem Aldi-Parkplatz war jetzt nicht so... Naja, war es jetzt auch nicht so chillig. Aber natürlich im Auto, ne? Ist klar. Und ich habe auf dem Parkplatz gepennt, weil ich keinen Bock hatte, in die Tiefgarage zu fahren und dort zu blechen. Auf dem Parkplatz ist es halt umsonst. Hey! Der Pudel! Der ist ja cool. Den kann man umstylen, habe ich schon mal gesagt, ne? Den will ich unbedingt fangen. Unbedingt. Lumanda, schwäche ihn bitte für mich. Muss in irgendeinem Style-Salon gehen. Mit Sicherheit in Illumina City. Aber wahrscheinlich in dem Stadtteil, wo wir noch nicht waren. Oh mein Gott, der hat's drauf. Wie viel zieht denn Glut ab? Oh, hör mal auf, ey. Sonst komme ich ja gar nicht zum Zug. Scheiße. Der Sandwirbel hat schon Wirkung gezeigt. Meine Attacke ging daneben. Ach komm. Ist das jetzt dein Ernst? Cooler Augen. Was ist das für eine Attacke, bitte? Angriff von Glumanda sinkt. Ist aber egal, weil wir eh speziell angreifen. Aber er trifft nicht. Mann, bitte nur ein einziges Mal. Vielleicht zieht es ja genug ab, aber ich glaube nicht. Der Typ hat echt was drauf. Das kann es nicht sein. Glumanda, bitte. Ich flehe dich so an, bitte. Ja, ja, genau. Und? Einigermaßen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er ihn vielleicht verbrennen kann. Das würde ihm dann noch jede Runde Schaden machen. Ja, ich würde fast sagen, ich nutze für den einen Hyperball. Um die Chance relativ hoch zu halten, dass ich ihn fangen kann. Weil der Hyperball hat wenigstens einen Multiplikator von 2. Ich probiere es aber auch nochmal mit Pikachu. Aber so viel Schaden wird er nicht machen. Der haut alle um hier. Vielleicht hätte er sogar eine Attacke von Rutena weggesteckt. Das weiß man natürlich nicht. Aber jetzt werde ich es auch nicht mehr probieren, wo er schon Schaden genommen hat. Super, Pikachu, ja. Paralyse, komm, Paralyse. Mist.
Ah, da muss dringend Donnerbälle oder sowas erlernen. Du kannst meinen Angriff ruhig senken, das ist mir wurscht. Donnerschock ist auch speziell. Ja, sind wir schon fast bei der Hälfte angekommen. Wenn es gelb wird, haben wir sehr gute Chancen mit dem Hyperball, würde ich sagen. Komm, bitte, bitte. Ja, also Pikachu lässt sich nichts hier vorsagen. Und er konnte ihn paralysieren. Okay, das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn fangen können, nochmal enorm. Jedes Pokémon hat aber auch eine eigene Fangrate. Die niedrigste ist, glaube ich, 3. Ich weiß selbstverständlich nicht, wie hoch dem seine ist. Wegen weltweiter Release. Stats sind nicht bekannt, auch das nicht. Ich denke mal nicht, dass es so hoch ist, aber bestimmt auch nicht allzu niedrig. Also mit dem Hyperball werden wir bestimmt Erfolg haben. Und noch ist Pikachu nicht down, weil er paralysiert ist. Der Gegner. Ah, jetzt trifft es nicht mehr. Der Kampf zieht sich voll hin. Bleib im Scheißball drin, wenn ich ihn dann später werfen werde. Er besiegt mich einfach nicht. Der ist so dumm. Meinen physischen Angriff zu senken, das ist sinnlos. Vielleicht sind wir sogar im roten Bereich. Vielleicht kann ich mir den Hyperball sparen und probiere es mal mit einem Superball. Ja, komm, werfen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, ein Superball passt schon. Weil ich traue mich jetzt auch nicht, weil vielleicht kommt ja ein Volltreffer und dann stirbt er mir hier weg. Ich habe schon den Eindruck, dass der Pudel hier selten ist. Yeah! Koi-Waff wurde gefangen. Und Erfahrungspunkte für Pikachu, die er sich absolut verdient hat. Super gemacht. Und Juli auch, 23. Hä, wieso zeigen die nicht das Level ab? Habe ich das jetzt aus Versehen weggedrückt, oder was? Die haben mir nicht gezeigt, wie die Stats von Rotena angestiegen sind. Wie scheiße ist das denn bitte? Naja, wahrscheinlich habe ich es aus Versehen weggedrückt. Egal. Wo waren wir gerade? Jetzt habe ich so viel gelabert, jetzt kriege ich wieder gar nichts mit hier. Ach so, es geht oben weiter. Oder? Moment. Die Route ist auch wieder so groß. Checkt kein Mensch was. Ich würde vorschlagen, wir kämpfen erstmal gegen den Typen. Und dann skate ich dort oben entlang. Und guck, ob da vielleicht ein Item ist. Wieso? Boah, der ist aber ganz schön dick geworden. So viel bei Maggis oder was? Ich kann es verstehen, weil momentan haben die ja diese geilen Happy Meals mit den Mario-Figuren. Ich gehe ja selbst hin und kaufe mir Happy Meals. Ha! Und das mit 20? Schon geil. Ich habe auch schon fast alle. Nur noch Peach fehlt mir. Man kann sich ja zwei Mario-Figuren holen, die anders aussehen. Einmal Mario in einer Röhre, einmal mit einem Münzblock. Luigi, Donkey Kong und Peach. Aber warum gibt's nicht Yoshi? Ist voll doof. Warum bin ich runtergefallen? Nein! Wieso bin ich runtergefallen? Aber das war vielleicht gar nicht so schlecht, denn da ist ein Minun. Jetzt wird's nur immer blöder mit dem Pokémon-Fang, weil alle guten Kämpfer gehen drauf und ja. Habe ich Minun gesagt? Ich meinte Plusle, Entschuldigung. Den kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht. Donnerschock wird nicht viel abziehen. Ist ja selbst ein Elektro-Pokémon. Bei dem dachte man auch immer, dass er irgendwas mit Pikachu zu tun hat. Hatte aber nicht. Und ich kann euch ja schon mal sagen, in Pokémon X und Y wird noch ein Pokémon auftauchen, das der Pikachu-Familie sehr ähnlich sieht. Aber in der Tat nichts mit ihnen zu tun hat. Oh, kann der Kerl nicht irgendeine physische Attacke machen? Weil dann besteht die Chance, dass er sich paralysiert. Pikachu hat nämlich die Fähigkeit Statik. Das heißt, bei Berührung wird der Gegner eventuell paralysiert. Ja, je mehr Schaden ich ihm jetzt hier noch machen kann, desto besser. Aber mir scheint es, als könnte der überhaupt gar keinen Angriff. Sondern nur Heuler und Kameradschaft. Oder was er da ständig einsetzt. Ja, Kameradschaft. Totaler Quatsch. Das kann Pikachu auch. Oder irgendwann erlernt, aber... senkt nur Angriff und ist unnötig. Soll ich es probieren? Ja, ich probiere es. Mit dem Superball. Damit die Chance relativ hoch bleibt. Komm, bleib drin. Shit! Auch das noch. Ich bin down. Mega, Mega. Geht weinen. Keine Paralyse.
Ja, was mache ich jetzt? Ich habe nur noch Dartiri. Und der wird ja wohl kaum irgendwas schaffen. Der ist zwar süß, aber er kann nichts. Außer Pommes klauen. Ist es bei euch auch so, dass diese ganzen Spatzen bei McDonald's immer die Pommes klauen? Oder den Chicken? Das haben sie auch schon mal gemacht. Voll geil. Hey, habt ihr das richtig gesehen? Tackle hat ganz schön was abgezogen? Stimmt. Weil Donnerstock war ja nicht sehr effektiv, deswegen war es so mies. Und Tackle ist dementsprechend etwas besser. Ja, sind wir schon im gelben Bereich. Aber ich habe jetzt keinen Superball mehr und muss deswegen einen Luxusball benutzen. Der hat halt leider nicht so eine hohe Fangchance. Oh, er lebt noch, er lebt noch. Sehr gut. Mach ihm noch mehr Schaden, Alter. Du bist geil. Schlag ihn tot. Jetzt mach mal weniger Schaden. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Es senkt dann die Chance, dass er bei Volltreffer down geht. Und das wollen wir ja nicht. Einmal noch. Dann denke ich, haben wir ihn. Ah, nee, ich komme nicht mehr dazu. Ruckzuppi hat mich K.O. geschlagen. Juli. Boah, man könnte denken, ich habe gegen irgendeinen mega starken Trainer gekämpft. 4 von 6 Pokémon sind besiegt. Wenn der Part vorbei ist, gehe ich auf jeden Fall ins Pokécenter mich heilen. Das kann ja so nicht angehen. Luxusball! Kommt dir bitte gefallen. Der ist doch toll, der Luxusball, oder nicht? Buim. 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 Und drin. Klasse, Plusel wurde gefangen. Sehr schön. So, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, weil der Part ist schon wieder fast vorbei, aber wir haben noch sehr wenig geschafft, leider bloß. Bestimmt kann man hier auch Minun fangen und wenn nicht, dann ist er wahrscheinlich in Pokémon Y zu finden. So, jetzt bin ich nicht runtergefallen. Keine Ahnung, warum das vorhin passiert ist, aber da geht es ja noch weiter. Ich bin jetzt mit Absicht mal runtergesprungen, weil... Hä, kann ich da nicht durch? Ah, super. Verdammt, jetzt habe ich mich verlaufen. Dort oben ist ein Pokéball. An den komme ich jetzt gerade nicht ran. Ja, okay, sorry, war ein Fehler, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, mal kurz Schutz zu aktivieren, damit ich mal ein bisschen vorankomme. Und hier sind dann doch sehr viele Pokémon anzutreffen. Aber ich denke, neue werden wir nicht mehr finden. Höchstens ein paar seltene noch. Und dazu braucht man ja meistens mehr Versuche. Also, Schutz einsetzen. Jetzt haben wir ein paar Schritte gut und werden nicht von Pokémon angegriffen. Dann gehe ich mal zurück, damit wir den Pokéball dort auf diesem Vorsprung erreichen können. Man darf sich, während man auf diesen Stangen gleitet, wirklich nicht bewegen, sonst fällt man runter. Einfach nichts machen. Warum? Ich habe doch gar nichts... Oder muss man doch irgendwie lenken? Ja, vielleicht muss man doch mitlenken, aber halt nicht dagegen. Oh, sogar eine TM. Klauenwetzer. Geil. Das steigert Initiative und Angriff, glaube ich. Muss ich nochmal nachschlagen. Kann ich ja gleich mal machen. Das wird aber bestimmt keiner können. Der Anwender wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Angriff und Genauigkeit. Ach, Genauigkeit war es. Genau. Werden erhöht. Aber keins meiner Pokémon kann es lernen. Vielleicht aber ein späteres Teammitglied. Wer weiß, wer weiß. Ich springe jetzt mal hier runter. Ah, man wird auch wieder gefragt, ob man noch einen Schutz einsetzen möchte. Das war in der 5. Generation auch schon so und sehr gut. Ich sehe jetzt hier rechts neben mir schon mittlerweile den 3. Zerschneiderbaum, habe aber immer noch nicht die VM bekommen. Warum nicht? Was ist denn hier los? Wann kriegt man VM Zerschneider? Strange. Nitro-Ladung. Bam. Tut mir leid, Kleiner. Du bist nur Mittel zum Zweck. Um mir schön viel EP einzubringen. Soll ich vielleicht doch den nächsten Schutz schon aktivieren, damit wir hier wirklich mal weiterkommen? Es gibt so viele Blumenfelder hier. Aber es ist ganz gut, dass es jetzt nicht nur Gras gibt, sondern auch Blumen, in denen die Pokémon vorkommen können. Ja, aber ohne Zerschneider kommen wir hier leider nicht weit. Oh, nächste Stadt erreicht! War das nicht sogar die, wo die Arena-Leiterin auf uns wartet? Holo-Nachricht erhalten. Von wem denn? Wer oder was ist das? Das finden wir im nächsten Part heraus. Bis bald.